Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis, Blood and Wine. Wir sind immer noch damit beschäftigt, sind wir damit beschäftigt, dieses Problem auf dem Friedhof zu klären. Zumindest haben wir jetzt den Lärm eliminiert und müssen dafür eine Urne auf den anderen Friedhof bringen und können hier über spitze Mauern klettern, Zäune klettern. Das ist geil. Hast das Biest du gesehen? Schnell! Das ist der Ort, den Margot erwähnt hat. Wo ist denn das Grab? Unter einer Kastanie, hat Margot gesagt. Weil ist das auch der Friedhof, wo... Vielleicht ist das auch der Friedhof, wo unser Vampir ist, wenn das der alte Friedhof ist. Majoranstor. Die Arbeit am Majoran-Tempel von Buclair wurde von Blackmund begonnen, dem berühmtesten Jünger des Propheten. Er überredete Herzogin Caroberta, diesen Stadtteil neu zu gestalten und für die reichsten Bürger tiefe Katakombengräben anzulegen. Weniger Begüterte wurden auf dem neuen Friedhof neben dem Tempel bestattet. Die Ärmsten der Armen mussten weiterhin mit dem Orlemoors-Friedhof Vorlieb nehmen, der durch das Tempel oder Majoranstor mit der Stadt verbunden war. So eine Kastanie, das kann ja eigentlich nur dann das große Ding da sein, ne? Hier ruht Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria. Das ist es nicht. Sag bloß. Ritter Conan O'Brien. Gestorben am Adrenalinschock, als er Zeuge eines Akts der Unicornipositus Filii wurde. Interessant. Aber nicht, was ich suche. Micheline Belrose. Das ist es. Einfach um draufsetzen. So, das war's. Kehre zu Louis zurück. Der will eh jetzt nicht wissen, wo die Karten sind. Ich wette, der weiß nicht, wo die Karten sind. Passt auf. Das hat er nur so gesagt, um... quasi das Angebot seiner Frau zunichte zu machen. Aber er wird bestimmt nicht wissen, wo... Halt, wir können uns die Belohnung abholen, fällt mir gerade ein. Ja, wenn wir ins richtige Haus reingehen würden. Der weiße Wolf, höchstpersönlich. Boah, ey, das ist, gibt mir echt auf den Sack, dass das hier so dunkel ist in den Gebäuden. Ich meine, selbst nachts müssen die einfach nur genügend Licht aufstellen. Das gibt's doch nicht. Wie gesagt, das Problem... Wo ist er denn? Das Problem war doch auch in Witcher 3 nicht der Fall, da erinnere ich mich einfach noch schlecht. Hallo, ich bin fertig. Auf dem Friedhof ist es jetzt wieder schön leise. Ah, wieder im eigenen Bett schlafen. Im Schlauberger wird es auch immer lauter. Die Gäste gebärden sich wie die Besessenen. Vor allem dieser Irre, der ständig nur O-Drehen brüllt. Aber sag mir, was war los auf dem Friedhof? Waren es wirklich Bestien? Eigentlich war es nur ein Ehekrach. Ja, ein harter Auftrag. Ich habe nur knapp überlebt. Nein, es war nur ein Ehekrach. Was? Sonst nichts? Aber sie haben gebrüllt wie aufgespießte Iltisse. Tut mir leid, dich mit so einer Bagatelle zu belästigen. Hier, nimm dies als Entschädigung. Danke. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Ich fühle mich schwach. Es blühen die Mimosen wie ein Lächeln von dir. Lauf mein Verlumpten nackig durch die Welt. Lauf mein Verlumpten nackig durch die Welt. Was, beim ersten Mal auf dem Friedhof gehen auch so weit? Hallo? Was war denn das? Was war denn das? Kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass es so weit war. Na? Ich habe die Urne mit Margots Asche weggenommen. Wie du wolltest. Louis, bist du da? Ich hätte wissen müssen, dass er nicht kommt. Na gut. Du willst es nicht anders. Bring Louis dazu, sich zu zeigen. Bitte, stell mich zurück! Ja, ich habe...
aber nicht reingelegt. Ich habe keinen Schimmer, wo die Karten sind, aber ich denke mir was aus, bestimmt. Ich hab's. Dieser Schwertschmied Trentin, den hab ich beim Gwent mal abgezogen. Und er hatte kein Geld. Da hat er mir den Stolz seiner Sammlung versprochen. Ein tolles Schwert. Fein gearbeitet. Ich starb, ehe ich es holen konnte. Aber du könntest es haben. Sag ihm einfach, dass Louis de Corentin dich schickt. Der verblichene Louis de Corentin? Das könnte tatsächlich problematisch sein. Aber wenn... Genau. Der Mann ist ein unverbesserlicher Spieler. Seine Frau hat ihn gezwungen, Hilfe zu suchen. Hypnose oder so. Sie ist felsenfest überzeugt, dass er keine Karte mehr anfasst. Wenn sie erfährt, dass er immer noch spielt, dann kommt er in Teufelsküche. Danke. Sehr schön. Aber es war so klar, dass er nicht weiß, wo die Karten sind. Ich frage mich, ob es skellige Karten gewesen wären, was er eigentlich nicht sein kann, weil ja wahrscheinlich die skellige Karten danach gar nicht so aktiv im Volk waren, als er da... Also als seine Frau ihm die besten Karten versteckt hat. Deswegen wären es wahrscheinlich keine skellige Karten gewesen. Skellige Karten wären halt schon cool, weil die brauche ich ja, gute skellige Karten. Aber egal, wenn wir jetzt ein geiles Schwert bekommen, ist es eigentlich auch nicht schlecht. Also wenn es wirklich geil ist, aber naja, schauen wir mal. Kein Auge habe ich zugehört. Oh. Ein Schlückchen in Ehren. Lang lebe Herzogin aller. Ach ja, das ist ja der Dummi, der als Schwertschmied im zweiten oder im ersten Stock quasi sein Hauptrefugium hat, was gar keinen Sinn macht, weil er die ganzen schweren Sachen dann hochtragen muss. Der beste Stahl tut. Ich bin hier, um das Schwert von Louis de Corentin zu holen. Wie dreist! De Corentin ist tot. Wer bist du? Sein Bruder? Sein Liebhaber? Louis hat nichts dergleichen erwähnt. Mag ja sein, aber dich hat er erwähnt. Und den Umstand, dass du gerne Gwent gespielt hast. Sehr gerne sogar. Bis deine Frau dir geholfen hat, die Sucht zu überwinden. Sie muss ein wahrer Schatz sein. Ach, diese Arschgurke! Ich wollte es doch wieder über den Kamin hängen. Jetzt, wo Louis die Radieschen von unten zählt. Aber es muss wohl sein. Na gut, das Schwert ist dein. Aber lass mich nicht einfach so hängen. Ich will wenigstens meine Ehre zurückgewinnen. Ein paar Ründchen um Geld vielleicht? Und deine Frau? Hast du keine Angst? In meinem Haus habe ich das Sagen. Frauen sind machtlos. Außerdem ist meine Frau gerade bei ihrer Schwester in Belhaven. Also, spielen wir? Was war das gerade für eine Tür, die ich da gehört habe? War das vielleicht die Frau, die gerade reinkommt? Na schön, du hast mich überzeugt. Auf geht's. Gegen den haben wir doch schon gespielt, oder? Aber ich mache auch ein zweites Mal fertig. Scheiß drauf. Naja, darf gerne anfangen, egal. So, klirrende Kälte. Der hat Nahkampf, aber der hat auf jeden Fall auch Fernkampf. Also er kann es meistens aussuchen. Aber wir haben genügend andere Schrottkarten, die wir nicht brauchen unbedingt, deswegen... Ja, hat sich doch gelohnt. Ein Spion. Rittersporn. Haben leider keine Finte. Okay, einmal haben wir, drei haben wir zum Wiederbeleben. Er hat leider Finte, nicht so geil. Aber vielleicht können wir ja dadurch die Runde gewinnen, die erste. So, jetzt muss ich schon überlegen. Wir könnten den natürlich platt machen, macht aber nichts. Bei der nächsten Runde können wir uns den ja wiederholen durch Wiederbelebung. Und dann wird es ziemlich schwer für den Gegner jetzt die erste Runde zu gewinnen.
glaube, ich spiele noch klirrende Kälte aus, weil dann wird nämlich sein ganzer Plan hier die... Okay. Verbrennen wird interessant. Aber klirrende Kälte ist, denke ich, fast noch besser, oder? Weil jetzt kann er nicht mehr so viel doppeln. Der doppelt er immer nur auf 2. Will die erste Runde nicht abgeben, wie es aussieht. Ich überlege gerade, ob ich... glaube, ich spiele noch einmal... also ein... Held aus und dann gebe ich die Runde ab. Mit einem Punkt Vorsprung. Ah, da kann er zumindest sein Spion nicht ausspielen. Ja, ich lasse es so. Also er kann den Spion schon ausspielen, aber dann verliert er halt die Runde. Es sei denn, er ist bereit. Ach nee, stimmt. Ja, aber da muss er trotzdem noch eine Karte ausspielen. Das ist okay. Und jetzt haben wir den Spion im Friedhof und können ihn halt wiederbeleben. Das ist okay. Damit kann ich leben. Wir haben ja immerhin... Ach, verdammt! Wieso drücke ich denn auf Runde gepasst? Ach du Scheiße, was war das denn? Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, aber irgendwie... Ich hätte mehr von dir erwartet. Aber ich nehme... Alles klar. Ach... Du. Na, jetzt brauchen wir nicht nochmal spielen, aber... Ach du Scheiße. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe gerade... Bis dann. Das war irgendeine unbewusste Handlung. Mein Daumen hat auf die Leertaste gedrückt und sie gehalten und... Ich habe es nicht realisiert. Oh Gott, ist das peinlich. Naja, egal. Was ist denn das? Im Feuer geschmiedet, total schlecht. Das ist nicht mal ein Relikt, das ist ein magischer Gegenstand. Der auch einfach weniger... Ach du Scheiße, weißt du was? Den verkaufe ich jetzt an dir wieder. Das wird lustig. Der beste Start. Er wird nicht mal raffen, dass es das gleiche Schwert ist. 315, immer ist es was wert, aber was für ein Schrottschwert, krass. Jetzt kannst du es wieder über deinen Kamin hängen, bitte. Leb wohl. Nicht doch. Bis dann. Es wäre geil, wenn die das so programmiert hätten, dass das Spiel das kapiert, also dass das Spiel das merkt, dass man die Waffe wieder an ihn verkauft. Und er dann halt noch irgendwas sagt, so von wegen, das ist aber frech, meine eigene Waffe zu verkaufen oder sich vielleicht bedankt, so von wegen, geil. Ach nee, das ist hier drüben, wo der Regis ist. Ach so, das ist gar kein Friedhof von hier. Na gut, aber es gibt auf jeden Fall noch Sachen, die... Ich finde alle Großmeisterschemas dieser Hexerschule. Ach so, das ist so ein allgemeines Ding. Das ist ein Nebenquest, dafür muss ich aber doch die Schatzsuche machen, oder? Ja, dafür muss ich die Schatzsuche machen, okay. Sprich mit dem Kurator. Hä? An den anderen, jemand sucht nach einem diskreten Metallisten für das Übernatürliche, okay. Na, dann nehmen wir den Auftrag erstmal. Moment, das ist die falsche Richtung. Ist aber noch ziemlich viel los hier, muss ich sagen, dafür, dass es mitten in der Nacht ist. Ich meine, okay, um 10 ist es noch nicht so super spät, aber ich glaube, gerade früher, als es halt noch kein elektrisches Licht gab, war das schon so, dass die meisten Menschen drin waren, sobald es dunkel war, weil man halt einfach weniger, deutlich weniger Licht, weil dunkel war gefährlich. Bitte weitergehen, die Ausstellung ist geschlossen. Was ist denn hier los? Oh Majoran, gib mir Kraft, ich ertrage es nicht. Ich glaube, ich war deutlich. Heute keine Besichtigung. Warte, bist du nicht dieser berühmte Hexer? Geralt von Riva? Ich glaube, ich habe Arbeit für dich. Ich habe den Aushang gesehen. Es geht um ein Denkmal? Die Angelegenheit ist sensibel, aber ich zahle auch gut. Leider kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr sagen. Interessiert? Die Statue. Erzähl mir, wo das Problem ist. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Viel mehr. Komm mit. Ich zeig es dir.
Hier ist es, unser ganzer Stolz. Reginaldo Bri, ein Gigant unter den Liebhabern, ein hervorragender Schwertmeister und obendrein ein trefflicher Musiker, dessen Hände so manches zum Klingen bringen. Hm, und was stimmt nicht damit? Wie soll ich sagen, die Kronjuwelen sind weg. Jemand hat einer Statue die Hoden gestohlen? Das ist ja nicht einfach nur eine Statue. Es ist das einzige Denkmal, das auf die Originalform von Reginalds eigenen Genitalien zurückgeht. Zertifiziert und geprüft. Sie entstammen seinen höchst eigenen Lenden und schenken jedem, der sie berührt, unvergleichliche Virilität. Mit Eintrittskarte jedenfalls. Daher musst du die Kronjuwelen wiederfinden. Du hast meine Aufmerksamkeit. Erzähl mir alles über Reginald, was du weißt. Da gibt es doch so viel. Der Legende nach haben er und der Architekt Pharamond Beauclerc entworfen. Hm, beeindruckend. Vor allem hat Reginald sich um Fluchtrouten für Liebhaber verdient gemacht, die mit runtergelassenen Hosen erwischt werden. Im übertragenen und im wörtlichen Sinne. Später hat er sie selbst oft verwendet. Nicht aus Furcht, bewahre, sondern weil er seine Rivalen nicht im Duell töten wollte. Gibt es Verdächtige? Angesichts der enormen Potenz von Reginalds Goldsack ist jeder verdächtig. Wer würde ihn nicht für sich wollen? Wann hat der Diebstahl denn stattgefunden? Das kann erst ein paar Stunden her sein. Ich habe die letzte Gruppe gerade erst geführt, da waren die Kronjuwelen noch da, wo sie hingehören. Hm. Ich muss mich umsehen. Vielleicht finde ich ja einen Hinweis. Tu, was du tun musst, um Reginalds Kronjuwelen in die Hand zu kriegen. Ohne sie sieht Beauclercs Touristikbranche harten Zeiten entgegen. Harten Zeiten. Keine Sorge, Reginald, keine Sorge. Bald bist du wieder ganz. Hä? Waren da etwa nur die Hoden dran, oder? Sieht auf jeden Fall sehr merkwürdig aus. Sehr merkwürdiges Loch, also... Das ist fast ja schon eher ein Frauengenital, also so wie es jetzt aussieht. Und dann halt der Männerkörper, das sieht eigentlich schon sehr abstoßend eklig aus, muss ich zugeben. Alles wieder gut. Aber, es muss ja, fehlen da jetzt nur die Hoden, oder fehlt da auch der Penis? Das ist die Frage. Er hat nur von den Kronjuwelen geredet. Naja, egal, wir durchsuchen es mal. Die Sägespuren sind gerade und glatt. Präzise Kastration, würde ich sagen. Ein trockener Blutfleck. Keine Sorge, Regina, keine Sorge. Bald bist du wieder ganz. Hm. Der Kreis geht blöderweise auch noch darüber, aber da ist doch... Es wird alles okay, wieder... Okay, doch, hier unten geht's auch weiter. Ein Stück Mantelstoff an einem Nagel. Schweres Parfum. Der Geruch dürfte mir den Weg weisen. Schauen wir mal. Schweres Parfüm. Also entweder ein sehr reicher Mann oder vielleicht doch eine Frau, die es geklaut hat für ihren Mann, weil der... im Bett nicht mehr abgeht. Das könnte natürlich auch sein. Die Wache lässt uns friedlich schlafen. Übeltäter wird sie strafen. Ah. Der Norden muss schrecklich barbarisch sein. Wir noch mega krass. Also, ich bin immer noch überrascht, aber egal. Ich bin doch noch. Hä? Oh. Das hat gar nicht da reingeführt, sorry. Hier gibt es nichts zu sehen. Weitergehen. Ah. Führt zu dieser Tür. Da treibt's gerade jemand. Ich sag's euch, es war eine Frau, die es für ihren Mann gemacht hat. Oh, tut mir leid, dass ich störe.
Das ist nicht, wonach es aussieht. Ehrenwort, ich bin gestolpert und hingefallen. Und sie lag da schon. Psst, Hugo, das ist er nicht. Ich schwöre, das ist nur eine Verkettung unglücklicher Zufälle. Wie bitte? Das ist nicht mein Mann. Du meinst nicht dein Mann? Wer bist du? Was machst du hier? Raus, sonst rufe ich die Wachen. Hä? Was will denn die junge Frau mit dem alten Sack? Ganz ruhig. Ich will nur reden. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas zu besprechen haben. Oh doch, haben wir. Fangen wir damit an. Für einen Mann deines Alters bist du ja in Topform. Ich esse gut. Beginne den Tag mit einem Glas Wein. Das erhält den Körper ganz vortrefflich. Interessant. Sollte ich mal versuchen. Sag, hast du je von Reginald Daubry oder seinem Denkmal gehört? Den kennt hier jeder. Reginald ist unser Nationalheld. Ach was, du bist gut informiert, Hugo. Vielleicht weißt du auch, wer Reginalds Hoden gestohlen hat. Ich kann alles erklären. Also... Rosalinda! Ich weiß, dass du da drin bist. Du und dein Lackaffe! Oh nein, bitte nicht auch noch er. Das ist wirklich nicht mein Tag. Hab ich dich, Halunke! Mach dich auf was gefasst, du! Hey! Wer zum Teufel ist das denn? Rosalinda! Einen hätte ich dir verzeihen können, aber gleich zwei? Moment, ich habe nichts damit zu tun. Sehe ich wie ein Idiot aus? Dich werde ich lehren, im Teich eines anderen zu fischen! Ich habe keine Zeit dazu. Geh nach Hause. Ja, ja. Das wird das Beste sein. Hier bin ich fertig. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber wenn du nicht reingeplatzt wärst, hätte es für mich übel enden können. Danke, dass du mir die Haut gerettet hast. Also Zeit für ein Gespräch. Rosalinda, mein Täubchen, entschuldige uns einen Moment. Also gut, ich gestehe, ich habe die Kronjuwelen gestohlen. Und du wirst es mir nicht glauben, aber sie funktionieren. Heute haben Rosalinda und ich... dreimal bis jetzt. Dreimal? Beeindruckend. Nicht wahr? In meinem Alter. Öfter als in den letzten 10 Jahren. Wie auch immer. Du hast die Eier geklaut, du musst sie zurückbringen. Hör mal. Vielleicht können wir uns einigen. Lass mich die Kronjuwelen behalten. Ich bezahle dich auch. Bitte gewähr mir das. Sie haben mich wieder jung gemacht. Ich kann sie dir leihen. Ja, nein, ich muss sie mitnehmen. Keine Chance. Ich muss die Kronjuwelen mitnehmen und basta. Aber wenn du sie mir noch lässt, nur 1, 2 Tage, höchstens 3. Nichts zu machen. Tut mir leid. Naja, gut, dass ich sie überhaupt benutzen konnte. Hier, bitte. Danke und viel Glück. Eigentlich meine ich, dass du bestimmt auch ohne gut auskommst. Der kann doch einfach da hingehen mit einem Ticket und seine Hand dran reiben oder was auch immer damit macht, damit es funktioniert, bevor er zu seiner Rosalinde geht. Aber ich verstehe immer noch nicht, was die von dem alten Knacker will. Egal, bis zum nächsten Mal, euer Pax, dann holen wir uns die Belohnung ab und dann geht's schon zum nächsten Quest. Wir reisen ja hier ein Quest nach dem anderen ab. Wenn es so weitergeht, sind wir ja in den nächsten 10 Folgen fertig mit dem Spiel. Eieiei. Tschö, tschö.